Mein Name ist Herr Müller, ich bin Medienberater hier und ich bin der beste Verkäufer der Welt, selbst wenn es mich meinen Job kostet. Also Familien mit Kindern werden dann nochmal besonders bevorzugt, sodass wir da sogar halbe Preis machen könnten. Okay, also mein Chef wird mich hassen, ich gebe den für 100 Euro mit. Hallo, ihr seht aus, als wollt ihr einen Fernseher kaufen. Ja, zumindest mal. Anschauen auf jeden Fall. Da seid ihr bei mir auch genau an der richtigen Stelle. Ich glaub mir. Ihr werdet es nicht bereuen, wenn ihr mir kurz zuhört. Nach was sucht ihr denn genau? Ich glaube, wichtig ist nur mal ein Smart-TV. Also sind wir hier auf jeden Fall schon mal gut dabei. Gerade der hier zum Beispiel. Sehr gut. Also auf der Tastatur auch direkt Netflix, Amazon Prime, was man braucht. Wir haben Amazon, ein Klick. Ein Klick. Oder zwei. Manchmal braucht es auch zwei. Preislich lässt sich da auch noch was machen. Wir haben 20% auf die Fernseher. Da wären wir jetzt schon nur noch bei 450 zum Beispiel. Schwierig zur Zeit. Ja, schwierig. Ja, ja, weil zwei Kinder. Ja, natürlich. Lass mich mal ganz kurz gucken, ob wir da noch irgendwas haben, was man so machen könnte. Okay, ich sehe gerade, dass er auch ein Ausstellungsstück ist. Könnten wir da sogar auf 400 runtergehen. Also Familien mit Kindern werden dann nochmal besonders bevorzugt, sodass wir da sogar halbe Preis machen könnten. Das ist halt schwierig. Es wäre jetzt was anderes, wenn sie jetzt im September noch Geburtstag hätten, so dann... Ich habe im September Geburtstag. Nein. Ja. Wirklich? Ja. Ohne Scheiß? Ja. Am 27. 200 Euro. Entscheid. Ich weiß nicht. Aber also sie gehen heute mit Fernseher nach Hause, das verspreche ich Ihnen. Also 200 klingt noch nicht gut. Ja doch, eigentlich perfekt, also da kann man eigentlich nichts sagen, aber es ist halt schwierig bei uns, darum. Okay, also mein Chef wird mich hassen, ich gebe den für 100 Euro mit. Das war's dann mit meinem Job, aber heute ist ein guter Tag, es wäre eh mein letzter Tag, so dann können wir da irgendwas machen. Kann man eigentlich nichts sagen, oder? Ja, aber ich glaube 100 Euro ist trotzdem halt einfach nicht ja. Drin, auch wenn es weh tut. Okay, was soll's, ich zahle den. Komm, wir gehen zur Kasse. Nee. Doch, ich zahle den. Nee. Doch, wir nehmen den direkt mit. Versprochen, Hand drauf, aber ihr müsst einschlagen. Komm, gib mir fünf. Jawohl. Also der Deal ist besiegelt. In Anwesenheit von Eltern sind so kleine Kinder erwerbsfähig. Nee, das kann doch nicht sein. Doch, das machen wir jetzt. Es sei denn, ihr braucht keinen neuen Fernseher, dann... Okay? Dankeschön. Sehr gut, dann machen wir das. Dann mache ich die Papiere fertig. Geh mal zur Kasse. Nein. Doch. Komm, ich geh zur Kasse. Das ist eine Verarsche. Du gehst jetzt an die Kasse und dann ist da über alle Berge. Du denkst, hier kommt jemand im Fernseher oder was? Nehmen wir das so mal mit. Sie sagt gerade zu mir, sie schwitzt am ganzen Körper. Ich sag zu ihr, du kannst dir gar nicht vorstellen, ich auch. Heute ist euer Glückstag, ihr habt den richtigen Verkäufer gefunden. 508,99, bitte. Das ist euer Fernseher. Na? Hi. Hi Philipp. Hi Marcella. Hallo. Hast du dich beruhigt? Da kannst du schon glauben. Noch nicht so wirklich, mal vorneweg. Ich bin Erik. Philipp hat sich bei uns gemeldet, dass er jemanden kennt, dem man ein Lächeln ins Gesicht zaubern könnte. Dann haben wir ein bisschen überlegt, was man da machen könnte. Und dann hieß es, du könntest vielleicht einen neuen Fernseher gebrauchen. Und das ist tatsächlich dein neuer Fernseher. Kein Problem. Was wir machen so Videos, wo wir einfach Leuten helfen, Leuten eine Freude ins Gesicht zaubern und suchen immer wieder Leute, die sich bei uns melden und der Philipp hat sich eben für dich gemeldet und so ist das Ganze entstanden. Also, kannst dich gerne bei ihm bedanken, weil ohne ihn wäre das Ganze hier gar nicht machbar gewesen. Ich möchte auch gar nicht, dass sie sich bei mir bedankt, weil sie wirklich viel leistet auch mit den Kids. Sie hat selber eine schwierige Zeit gehabt und ich danke natürlich auch euch und bin froh, dass sie sich gefreut hat. Schön. Also der Fernseher ist wirklich gut. Also wir haben uns davor auch beraten lassen von jemandem, der wirklich Ahnung hat. Aber ich könnte als Verkäufer durchgehen und meint ihr nicht? Doch. Hätte funktioniert, ja. Wenn jetzt alles geklappt hat und es sich freut, dann freue ich mich umso mehr. Ja, schön. Das hat auch hat Spaß gemacht. Dann bleibt mir eigentlich nichts mehr übrig zu sagen als viel Spaß mit dem Fernseher. Komm gut nach Hause. Danke, dass du dich gemeldet hast. Danke. Komm her. Danke euch auch nochmal. Dankeschön. Sehr gerne. Das war's mit meinem Job als Fernsehverkäufer. Wie ihr feststellen könntet, heute fettes Minus in die Kasse gespielt, aber dafür jemanden sehr glücklich gemacht und darauf kommt es ja immerhin bei unserem Channel an. Damit danke fürs Zuschauen und vergesst das Abo nicht, den Like und den Kommentar. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Peace!